Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute tritt der langwierige Prozess zu der so dringend notwendigen Reform der Psychotherapeutenausbildung in die letzte und entscheidende Phase. 10 Jahre haben die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in der Ausbildung und Studierende für eine Reform dieser Ausbildung, die bislang nur unter äußerst prekären Bedingungen stattfindet, gekämpft. Doch gerade diese Menschen, die so viele Jahre zu Recht um bessere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen gewünscht haben, werden in diesem Gesetz ungenügend berücksichtigt. Die Übergangsregelungen, die die Koalition in der letzten Minute präsentiert hat, ist kaum ein Tropfen auf den heißen Stein. Was hilft es, wenn den Auszubildenden 40% des Honorars weitergegeben werden, wenn sich das Ausbildungsinstitut, dem nun das Geld fehlt, sich das über das Schulgeld für die theoretische Ausbildung wieder reinholt? Überhaupt, dass die Koalition es nicht hinbekommen hat, das Schulgeld für eine Weiterbildung abzuschaffen, ist ein Trauerspiel aus unserer Sicht. Bis nach 2030 werden wir die Situation haben, als Übergangsregelung, dass Menschen mit gleicher oder ähnlicher Qualifikation, die im selben Haus die gleiche Tätigkeit machen, ungleich bezahlt werden. Das ist aus unserer Sicht unakzeptabel. Nicht nur die Forderung nach der Übergangsregelung, sondern auch die Forderung nach einer Vielfalt im Studium wurden nicht angemessen berücksichtigt. Und das, obwohl alle Verbände in den Anhörungen einschließlich der dominierenden Verhaltenstherapie die fehlenden Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfahrensvielfalt kritisiert haben. So wird die gravierende Einseitigkeit im heutigen Psychologiestudium auch im künftigen Psychotherapiestudium fortgeführt. Die künftigen Psychotherapiestudierenden müssen eine Wahl haben zwischen verschiedenen Therapieverfahren. Und alle Verfahren müssen gleichermaßen kompetent vermittelt werden. Die psychodynamischen Verfahren, die systemische Therapie und die humanistische Therapie werden leider weiter marginalisiert. Damit muss Schluss sein. Auch hier muss endlich Schluss sein. Eine weitere Verschlechterung betrifft die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die als Ort der Durchführung des neuen Direktstudiengangs ausgeschlossen werden. Dabei sind sie Orte praxisbezogener Lehre und inzwischen auch gute, weil praxisorientierter Forschung. Die Beschränkung auf Universitäten droht die Dominanz der Verhaltenstherapie weiter zu verfestigen. Wir fordern, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit entsprechenden Forschungsarbeit als Psychotherapiestudium anbieten dürfen. Gleichzeitig werden die Langzeittherapien gegenüber Kurzzeittherapien ökonomisch benachteiligt im Gesetz. Dies greift massiv in die bisherigen Rahmenbedingungen der Richtlinien Psychotherapie ein und untergräbt die erforderliche Sicherheit für den therapeutischen Prozess, auf die sich Patienten und Psychotherapeuten einstellen können und müssen. Diese ganzen Punkte, die ich jetzt genannt habe, die laschen Übergangsregelungen für die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in der Ausbildung, Einseitigkeit im Studium, der Ausschluss der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die Gefährdung der Langzeittherapien sind gravierende Regelungslücken im Gesetzesentwurf. Wir sagen voraus, dass das auch entsprechende Folgeprobleme nach sich ziehen werden. Und wir werden deshalb diesem Antrag nicht zustimmen können. Wir werden ihn ablehnen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächste Rednerin spricht zu uns die Kollegin Maria Klein-Schmeink, Bündnis 90 Die Grünen.